Ja, wir sind zurück in der Arena und unser Preisgeld steht hier bei 1600 Gold. Und wir möchten natürlich weitermachen, also nächste Runde. Die beiden haben sich in der letzten Runde toll geschlagen. Applaus, Applaus, Applaus! Die nächste Runde ist der Knüller dieses Jahres. Wer sich jüngst auf den Litchfield-Friedhof gewagt hat, weiß, was ich meine. Es sind die Untoten. 3, 2, 1, los! Okay. Okay, es sind halt diese Untoten, die wir vorhin auch hatten. Also das heißt vorhin, ich nehme ja jetzt hier gerade hintereinander auf. Aber das sind halt diese, das sind diese Untoten, die uns auf dem Weg der Arena, auf dem Weg zur Arena auch begegnet sind. So. Der erste ist weg. Den hier noch. Den hier noch. So, zack. Den haben wir auch. Dann machen wir den hier mal weg. So. Und den haben wir noch. Die hatten ja jetzt irgendwie nichts drauf. Los! So. Bam. Es werden halt immer mehr von den Dicken scheinbar. Autsch. Wieso stehen die eigentlich nur rum? Ist das ein Bug? Das finde ich ein bisschen komisch, dass sie die ganze Zeit bloß so rumstehen teilweise. Au. Boah, das hat weh. Was macht denn Whisper hier? Die rennt hier die ganze Zeit rum. Au. 3, 2, 1. So. Oh Gott, okay. Na, komm schon. Gut ist, dass die Viecher langsam sind. Wenn man die so besser angreifen kann. Weil wenn die ein bisschen langsamer sind. Okay. Hat Blutrauschschrei. Ihr habt den Status Bewohner erreicht. So. Autsch. Mhm. Oh, was war das jetzt? So vorbei. Okay. Ich hoffe, das war 2000 Gold wert. Vermutlich ja. Sie haben 3600 Gold verdient. Aber bleiben Sie noch eine Runde, die Ihnen weitere 3000 bringt? Euer Preisgeld steht bisher bei 3600 Gold. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Jupp. Der Wettkampf wird heftig. Wir haben schon 3 Helden verloren. Höchste Zeit, die überlebenden Kämpfer noch nervöser zu machen. Es ist die 5. Runde und hier sind sie. Applaus für die vom Henker Verschonten. Die Räuber der Schwarzhandbande. 3, 2, 1. Scheinbar. Ach, das sind solche Räuber-Typis. Wow, dem ist der Kopf abgefallen. Okay. Die ersten von denen sind immer ganz easy, würde ich sagen. Aber
Es steigert sich ja dann meistens. So. Ja, da haben wir schon ein paar schwerere bei, wie man sie sehen kann. Ah, Alter. Au. Meine Fresse. So. Und den hier noch. Autsch. Meine Fresse. Den gehen wir auch direkt nochmal auf die 12, aber... Okay, der da. Autsch. Hinten? Ach, ich wollte doch gar nicht das machen. So. Den von hinten auf die Nuss geben. Den auch von hinten auf die Nuss geben. Zack. Au. Zwischen die Fronten geraten ist scheiße. Dich mal weg hier. So. Mein Gott. Die haben es aber mittlerweile schon in sich. Au. Ah, jetzt aber. Was? Der ist immer noch nicht tot? Jetzt aber. So. 2, 1, oh Gott, okay. Haha, er ist voll in diese Dinger da rein. Weg. Meine Fresse. Au. So. Komm mal her. Bitch. So. Au. Mein Gott, wieso schlage ich denn immer vorbei? Das gibt's doch nicht. Das Gold hier einsammeln. Bam. Oh. So. Dafür gibt es satte 3000 Gold. Oh, das war schon heftiger. 1600 Gold gemacht. Und als wäre das nicht genug, bringt die nächste Runde 4000. Okay, euer Preisgeld steht bisher bei 6600 Gold. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Ja, das möchten wir. Unsere furchtlosen Helden haben mit besten Räubern, Hops, Balderinen und sie da umgucken, kurzen Prozess. Was könnte unseren edlen Kämpfern gefährden? Meine Damen und Herren, Runde 6.
Oh ne. Ach Gott, nicht solche scheiß Erdtrolle. Ich hasse Erdtrolle. Oh, scheiße. Hä, wie sollte uns denn jetzt getroffen? Wir sind doch gerannt. Oh ja, nee, ist klar. Autsch. Au, nein, fuck, wieso bin ich jetzt reingerannt? Okay. Eine Erdtrolle, es ist zwar schon mal weg. Weg. Wie? Wieso trifft er uns denn jetzt wieder? Oh. Okay. Wieso läuft diese Whisper denn die ganze Zeit in diese scheiß... diese scheiß Falle da rein? Ist die irgendwie dumm oder so? Ja, wir haben es geschafft. Geil. Okay. Und 4000 dazu. Hätte ich mir irgendwie schwerer vorgestellt. Insgesamt 10.600 Gold. Genug für ein kleines Haus. Aber wollen Sie noch weitere 8000? Wir können es ja mal versuchen. Der Preisgeld steht bisher bei 10.600 Gold. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Yo. Jetzt wird es verdammt hart für unsere Kämpfer. Wir können ihnen den Stress förmlich ansehen. Was steht zwischen unseren eigenen Helden und dem Sieg? Ist das ein Geröllhaufen? Schon wieder Trolle. Okay. Ich bleib schon mal in Bewegung. Das glaube ich. Die gleiche Vorgehensweise. Meine ich. Wie gerade. Aua. Alter Schwede, Hilfe. Wow, wieso wirft er denn auf mich? Nein! Autsch. Ja, ist klar. Genau. Ja, ist klar. Wie soll man denn da noch durchkommen? Nein, weg! Scheiße. Ich will gerade mal weglaufen. Autsch. Nein, weg hier, weg hier, weg hier. Ah, scheiße. Whisper. Oh, fick dich doch, Whisper. Wieso steht die mir denn im Weg? Das gibt's doch nicht.
genau. Wieso wirft der denn eigentlich auf mich und nicht auf diese behinderte Whisper, Mann? Ah, genau. Wo stirbst du eigentlich mal, du scheiß Vieh? Das können ja noch ein bisschen dauern hier. Bis der mal stirbt. Boah, meine Fresse. Der wirft echt immer nur auf mich, ne? Und die Whisper macht gar nichts. Die ist voll nutzlos, ey. Die ist voll nutzlos. Das Einzige, was die macht, ist in die Vollen laufen. Ah, scheiße, ich hätte ihn fast noch gehabt. Ja, aber gleich, wenn der eine weg ist, wird es, glaube ich, ein bisschen besser, weil ich nicht mehr von einem zweiten weggehauen werden kann. Oh. Autsch. Okay, der ist schon mal weg jetzt, der eine. Können wir uns jetzt dem hier widmen. Wir haben ein bisschen mehr Platz zum Rennen. Das wäre echt mal ultra schön, die Whisper mal irgendwas machen würde. Aber die macht ja echt gar nichts. Die läuft die ganze Zeit nur in diese Falle. Und das war's. Dann macht die nicht. Und weg. Jetzt läuft es gerade ein wenig besser. So, es ist nicht mehr so viel Schaden kriegen. Und weg. Aber irgendwie... Wie nimmt der voll keinen Schaden, oder meine ich das nur? Nein, weg. Also, es dauert echt lange, bis der mal Schaden nimmt hier. Nein! Scheiße. Boah, ist diese Whisper dumm, Alter. Die ist echt ultra dumm. Die rennt wirklich seit 5 Minuten. Rennt die nur in dieses scheiß Ding da, in diese scheiß Falle. Und sonst macht die echt überhaupt nichts. Nein, weg hier. Langsam müssten wir ihn dann mal jetzt langsam mal runterholen. Ja. Boah, das gibt's doch nicht. Wie lange dauert das denn? Whisper, du bist echt so dumm, ne? Kein Wunder, dass dein Vater so angepisst ist von dir. Aber ich finde das witzig, dass sie irgendwie überhaupt nicht stirbt. Ja, wir haben es geschafft. Und Whisper hat gar nichts gemacht. Wow! Weitere 8000 Gold! 18.600 kassiert! Und es bleibt nur noch eine Runde. Lohnt es sich für weitere 10.000 zu sterben? Hm.
müssen es versuchen. Euer Preisgeld steht bisher bei 18.600 Gold. Krass, ganz schön viel. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Jo. Rachanox, ja, das klingt ja jetzt irgendwie, als wenn er so schwer ist. Wow, what the fuck ist das denn? Okay. Also heißt es schon mal in Bewegung bleiben. Autsch, scheiße, weg hier. Oh. Alter, kann ich den denn? Ich brauche einen anderen Zauber, glaube ich. Wow, was ist das denn? Alter Schwede. Hilfe. Okay, der Zauber bringt uns nichts. Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Okay, das bringt gar nichts. Okay. Wenigstens habe ich ihn ein bisschen abgezogen. Also darauf achten, wenn er diesen grünen Scheiß macht, kann ich den scheinbar angreifen. Zumindest ein bisschen. Oh, okay. Autsch. Ja, okay, aber das lässt sich, glaube ich, verschmerzen. Den Schaden, den man dann bekommt. Okay, hoffen wir mal wieder ein bisschen. Ich denke mal, jetzt macht er wieder seine Attacke. Lol, was macht er denn da mit Whisper? Hinter Whisper her oder was? Autsch. Okay, jetzt ist er wieder hinter mir, ja? Au. Alter. Oh, das wollte ich nicht. Los. Ach, lol. Okay. Aber Whisper kann nicht mal so dämliche kleine so dämliche kleine Dinger hier fertig machen. Autsch. So. Okay, das ist also scheinbar das Geheimnis. Wenn der dieses grüne Zeug macht, dann kann ich den scheinbar angreifen. So wie jetzt wieder. Das war ich irgendwie extrem weit weg. Aber der Schaden, den man danach kriegt, der ist wenigstens ein bisschen verschmerzbar. Also der ist nicht so schlimm. Wieso steht Whisper denn da nur? Boah, die ist ja echt zu gar nichts zu gebrauchen, ist die. Ach, jetzt sind sie wieder diese kleinen Viecher da. Ach, jetzt macht Whisper auch mal wieder was, ne? Ja, wo ist denn das Vieh jetzt? Ach, da ist es. Hilfe!
okay, wenn man dann einmal rausgefunden hat, wie der funktioniert, dann ist der ja eigentlich nicht so schwer rausbar. Jetzt stehen wir nicht wieder so im Weg rum. Was ist jetzt hier? Oh, jetzt haben wir ihn fast. Müsste der nicht tot sein jetzt? Oh. Tatsache. Krass. Wir haben es geschafft. Die Wand der Arena ist gesprengt. Das sind weitere 10.000 Gold. Heftig. Zusammen unfassbare 28.600 Gold. Nicht schlecht. Wir haben zwei Sieger. Unglaublich. Ich gönn's Wissbar aber nicht. Zwei Sieger und nur ein Preis. Ja, wie ihr wisst, haben wir heute einen speziellen Gast hier. Es ist der einzig wahre, der Held der Helden, Messerjack. Ich bin wieder da. Nach einer Ewigkeit der Abwesenheit ist Messerjack wieder da. Die Arena ist das einzig große in Berlin und ihr seid der einzig würdige darin. Es ist eine Ehre, wieder vor euch zu stehen. Ich habe aus gegebenen Anlass einen Vorschlag. Eine letzte Runde. Ein Kampf bis zum Tod zwischen den beiden siegreichen Helden. Der Sieger bekommt einen Sonderpreis. Der Verlierer hat die Ehre, vor euren Augen zu sterben. Was glauben Sie, was Sie tun? Das können Sie doch nicht. Ich liefere einen guten Kampf, aber ich töte euch nicht. Das kann ich nicht. Wir wollten eine tolle Vorstellung geben. Und genau das machen wir auch. Auf geht's. Okay. Also geht's jetzt gegen Whisper, diese Schlampe. Ich hasse die, wie die Pest, muss ich sagen. Aber die hat schon ganz schön was drauf jetzt. Mittlerweile. Ach, wo ist sie denn jetzt? Ha! Oh, die rennt auch sogar hier bei dem Kampf in die Fallen. Au. Ja, genau. Und ich werfe wieder daneben. Meine Fresse. Was ist die denn so wendig? Das gibt's doch nicht. Ja, komm her. So. Ach Gott. Dumme Kuh, ey. Wie froh, wenn ich die... Oh! Umgehauen hab. Meine Fresse. Jedes Mal, wenn ich die versuchen will zu treffen, dann... Haut die wieder ab, die ist voll feige, ist die. Und jedes Mal, wenn ich meinen Angriff hier machen kann, dann verpisst sie sich wieder. Siehst du? Dann verschwindet die wieder. Die hat voll Angst, aber hier liegt überall Blut. Ich finde das irgendwie witzig. Aha. Yes. Waren wir uns einig oder waren wir uns nicht einig? Ich kann's mal.
bis zum Tod. Ja. Ich finde die nämlich extrem scheiße. So. Außerdem hat die mir die ganze Zeit nicht geholfen. Aber, my lady, er hat Whisper getötet. Er ist nur ein... Ah, da seid ihr ja. Der Held, von dem alle sprechen. Ich bin beeindruckt. Und das kommt nicht oft vor. Wo sind meine Manieren? Ich bin Lady Grey, Bürgermeisterin von Bowerstone. Ihr scheint ein würdiger Mann zu sein. Besucht mich mal in meiner Villa in Nord Bowerstone. Ihr habt meine Schwester ermordet. Ihr werdet sterben. Donner, ich habe eure Einwände und euren kleinkarierten Zank satt. Wie ein alter Narr klammert ihr euch an einstigen Ruhm und Familienbande. Wie ich sagte, o Held, ich hoffe, ihr nehmt meine Einladung an. Wir haben viel zu besprechen. Ihr seid so gut wie tot. Ich werde erst ruhen, wenn Whisper gerecht ist. Ja, das war ja irgendwie klar. Das war unglaublich. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich führe euch durch die Heldenhalle zurück. Ihr verdient es ebenfalls, dort zu stehen. Ihr erinnert mich irgendwie an jemanden, der hier vor vielen Jahren gekämpft hat. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wer war das doch gleich? Scharlachrobe. Genau. Schon von ihr gehört? Wahrscheinlich nicht. Das war weit vor eurer Zeit. Da rechts seht ihr ihre Statue. Sie war die erste Heldin, die jemals Arena-Champion wurde. Sie war eine edle Heldin, genauso weichherzig wie ihr. Ihr Engagement hatte jedoch seinen Preis. Nach ihrem letzten Kampf war sie nicht mehr dieselbe. Sie lebt jetzt in Abgeschiedenheit, am Boden zerstört, weil sie einst ihre Familie nicht retten konnte. Trotzdem seid ihr hier. Ich wusste, dass ihr Sohn eines Tages kommen würde. Es liegt euch im Blut. Und eurer Schwester auch. Ihr solltet sie zu mir bringen. Ich brenne darauf, euch beide mit eurer Mutter zu vereinen. Denkt doch nur, wie glücklich es sie machen würde. Das war das wahre Gesicht seiner Mutter. Scharlachrobe, Töterin der Belverine. Einst war sie eine der grimmigsten Heldinnen Albions. Doch ihr großartigster Kampf war auch ihr letzter. Von einem Dutzend Belverine in einen Hinterhalt gelockt, tötete Scharlachrobe alle, um am Ende schwerst verwundet niederzusinken. Sie wäre dort gestorben, hätte nicht der freundliche, einfache Waldhüter Brom sie gefunden und gesund gepflegt. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Scharlachrobes Tage des Tötens lagen für immer hinter ihr. Wie ihr euch auch entscheidet, ihr habt das Champions-Siegel gewonnen. Weit und breit wird man euch als den Sieger der Arena erkennen und es wird euch Einlass nach Nord Bowerstone verschaffen. Verliert es nicht, es ist ziemlich wertvoll. Ja, wir haben das Champions-Siegel, das Skorpion, den Skorpionkönigsstachel
Und wir haben ganze 39.030 Gold haben wir gewonnen. Krass, ich finde das richtig cool. So. Hey, ihr da! Theresa möchte sich im Haus der Familie Grey mit euch treffen. Ja, diese Folge war jetzt ein bisschen länger, verständlicherweise. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sind jetzt der Champion. Und jo, der Sensenmann noch dazu. Das wollte ich gerade sagen. Danke, dass du es mir abgenommen hast. Jo, bis dahin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Fable. Und auf Wiedersehen. Mach's gut. Ciao.